Lieber Heike Pinkal, lieber Jörg Hoffmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Anwesende, herzlich willkommen im Main-Forum der IG Metall. Herzlich willkommen bei der OBS. Vor 50 Jahren hat die IG Metall ihre Stiftung gegründet. Der Name wurde mit der Witwe Brenners abgestimmt, heißt seit 1972 Otto Brenner Stiftung. Die IG Metall hält so den Namen Otto Brenners in Erinnerung. Aber dieses Erbe wurde immer auch als Auftrag verstanden. Für die Arbeit der Stiftung war und bleibt wichtig, dass sie das Denken und Handeln ihres Namensgebers anknüpft. Heute wollen wir uns fragen, ob und auch anschauen, wie dieser Anspruch im Wandel der Zeiten verwirklicht wurde. Begründet ein halbes Jahrhundert eigentlich schon eine Tradition? Oder sind 50 Jahre doch eher nur eine kurze Episode, kaum einer Rede wert, kein Anlass für eine Jubiläumsveranstaltung? Mir scheint, es kommt auf den Blickwinkel an. Wir haben uns entschieden, in schwierigen Zeiten diese Festveranstaltung durchzuführen und damit in Verbindung erstmals unseren Journalistenpreis heute Abend hier in Frankfurt zu verleihen. Verehrte Anwesende, hier im Main-Forum der IG Metall und auch draußen am Stream, ich habe die angenehme Aufgabe übernommen, die Begrüßungsworte zu sprechen. Ich tue dies gerne, weil ich sie mit einigen Hinweisen auf die Geschichte der Stiftung verbinden will und auch einige namentlich nennen, die in besonderer Weise für unsere Arbeit stehen. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, herzlichen Dank, dass Sie uns an Ihrem freien Samstag für die Festrede opfern. Und das nach einer sicher anstrengenden Haushaltswoche und auch wichtigen Entscheidungen, nicht zuletzt beim Bürgergeld. Dass Sie schnell, unkompliziert und ich glaube auch gerne unsere Einladung angenommen haben, wissen wir sehr zu schätzen. Mein Eindruck ist, Sie haben einen schönen Anlass gefunden für Ihren ersten Besuch hier bei der IG Metall in Frankfurt. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen bei uns. Lieber Jörg Hofmann, wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht täuscht, hast du das Main-Forum für heute ins Gespräch gebracht. Wir haben die vielen Vorteile des Hauses schätzen gelernt und danken dir, dass wir hier unser Jubiläum feiern können. Für unsere Veranstaltung der heutigen, für die Vorbereitung der heutigen Veranstaltung war allerdings das Bürohochhaus eine besondere Herausforderung. Wir hoffen, dieser heute gerecht werden zu können. Mit Jörg Hofmann an der Spitze als erster Vorsitzender begrüßen wir zahlreiche Gäste. Von den örtlichen Verwaltungsstellen über die Bildungszentren bis hin zu Bereichen des Hauses und zum geschäftsführenden Vorstand. Alle Ebenen der IG Metall sind heute hier vertreten. Im Namen der OBS heiße ich euch alle herzlich willkommen. Ich will allerdings auch nicht unerwähnt lassen, dass uns vor einer Woche ein großer Stein vom Herzen gefallen ist. Vielleicht hat man das bis Ludwigsburg und Baden-Württemberg gehört. Allen, die dort einen Tarifabschluss der Metallbranche erreicht haben, danken wir nachträglich ganz herzlich. Eine weitere Eskalation im Tarifkonflikt hätte bestimmt Auswirkungen auf unsere Festveranstaltung heute gehabt. Gott sei Dank, die Kuh ist vom Eis. Erleichtert konnten wir bei Plan A bleiben. Allerdings haben einige Corona-Erkrankungen, einige grippale Effekte und andere Probleme uns in den letzten Stunden und Tagen mehr als genug in Trab gehalten. Verehrte Anwesende, zum Profil des ersten Vorsitzenden der IG Metall gehört seit Ewigkeiten, dass er viele Hüte trägt. Mein Eindruck ist, lieber Jörg, dass dein Amt, dem OBS-Verwaltungsrat vorzustehen,
mit eher angenehmeren Pflichten verbunden ist. Wir haben uns vorgenommen, dass das auch so bleibt. Ich begrüße unseren Kollegen Berthold Huber als ehemaligen IG Metall-Vorsitzenden, was ja zugleich auch unser Verwaltungsratsvorsitzender. Herzlich willkommen an alter Wirkungsstätte. Ich wünsche dir ein schönes Fest und eine tolle Preisverleihung. Verehrte Anwesende, in den ersten 25 Jahren war die OBS eine sehr kleine Stiftung mit geringem Budget und nur ehrenamtlich Tätigen. Inzwischen ist das anders. Ich begrüße unsere Verwaltungsräte, aktuelle wie ehemalige. Ich begrüße das OBS-Team von heute und auch früher Beschäftigte, aber auch die, die sich als engagierte Praktikanten für die OBS eingesetzt haben. Euch allen ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen. Für die ersten 30 Jahre unserer Geschichte stehen drei Männer. Michael Kittner wurde 1973 Geschäftsführer der OBS und blieb es bis 1996. Die OBS dieser Jahre prägten juristische Fragestellungen und gewerkschaftspolitische Themen. Michael hat bis heute wie kein zweiter die Stiftung geprägt, nach innen wie nach außen. Danke dir, lieber Michael, dass du heute hier bist und auch für deine Unterstützung bei dieser Feier zum 50. Mit Michael Blank und Klaus Lang, die beiden dann folgenden Geschäftsführer, sind beide heute hier, bleiben nach Mitte der 90er Jahre Satzungserweiterungen und zusätzliche Arbeitsschwerpunkte verbunden. Einige Stichworte genügen. Beschäftigung mit den 5 neuen Bundesländern, Blick auf mittelosteuropäische Transformationsgesellschaften und internationale Treffen und gesellschaftliche Jahrestagungen. Voraussetzung für diese thematische Ausweitung war die Erweiterung der finanziellen Basis der Otto-Brenner-Stiftung und der Aufbau einer personellen Infrastruktur, auf der wir bis heute größtenteils arbeiten. Lieber Michael Kittner, lieber Michael Blank, lieber Klaus Lang, herzlichen Dank für euer Engagement und dass ihr der OBS ein stabiles Fundament geschaffen habt. Danke auch, dass ihr bei dem Film, den wir eben gesehen haben, ohne Zögern mitgemacht habt. Ohne eure Schaffenskraft, euren Tatendrang und eure Ideen wäre die OBS sicherlich nicht das, wo sie inzwischen ist. Ich ergänze gerne mit dem Duo Elke Eller und Manfred Schallmeier. Leider konnten beide heute nicht hier sein. Bleibt die erste Ausschreibung unseres Journalistenpreises verbunden. Das war 2005. Und Wolf-Jürgen Röder gelang 2008 mit der Gründung des Hugo-Sinzheimer-Instituts, das heute zur HSI gehört, eine strategische Weichenstelle. Verehrte Anwesende, ich erlaube mir, heute einen Kollegen hervorzuheben, ohne dessen Engagement und Professionalität die OBS heute nicht denkbar ist. Ich ahne, dass er diese besondere Erwähnung nicht will. Ich mache es aber trotzdem, weil er es verdient. Zuerst war er studentische Hilfskraft bei der Otto-Brenner-Stiftung. Inzwischen ist er längst der zentrale Aktivposten unserer Arbeit. Dass wir hier heute feiern können, verdanken wir auch ihm. Schon im Vorfeld war seine Arbeit nicht zu ersetzen. Jetzt führt er von da hinten im Dunkeln Regie und wird uns heute Abend und wird uns gleich hoffentlich hier einen stressfreien Ablauf garantieren. Heute Abend werden Sie dann ein halbes Dutzend seiner Einspieler bei der Preisverleihung genießen können. In den vergangenen Monaten habe ich fast Tag für Tag, jedenfalls länger, habe ich ihn länger gesehen als er, seine Frau und seine junge Familie. Lieber Jan, wir wissen dein umsichtiges Engagement und deine beeindruckende Kompetenz sowie deine schier grenzenlose Zuverlässigkeit sehr zu schätzen. Wir sind dir und deiner Familie, Anne ist heute auch hier,
zu großem Dank verpflichtet. Ohne euch, ohne dich, Jan, und deinen Einsatz für die OBS wären wir nicht das, was wir heute leisten können. Nimm bitte diesen herzlichen Dank und die Wertschätzung des Publikums an. Du hast das ohne jeden Zweifel verdient. Verehrte Anwesende, wir freuen uns, dass der DGB mit dem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, unserem IG Metall-Kollegen Stefan Körzel, hier vertreten ist. Stellvertretend für die DGB-Einzelgewerkschaften begrüße ich von Verdi die Geschäftsführerin der Journalistenunion, unsere Kollegin Monique Hoffmann. Ich gestehe, dass wir gelegentlich aus Frankfurt am Main nach Düsseldorf am Rhein schauen und dann auf die Hans-Böckler-Stiftung des DGB blicken. Dass die HBS wahnsinnig viel publiziert, Bemerkenswertes publiziert und manches bewegt, das wissen wir zu schätzen. Ich begrüße mit Freude eine kleine Delegation der Hans-Böckler-Stiftung, unter anderem mit dem Brenner-Biografen Jens Becker, den wir ja eben schon in dem Einspieler gesehen haben, aber leider ohne meine Geschäftsführerkollegin Claudia Bogedan, die kurzfristig absagen musste. Lieber Jens, schön, dass du wie Claudia beim Film mitgemacht hast und später beim Brenner-Panel Rede und Antwort stehst. Ich wünsche dir und deinen HBS-Kolleginnen ein paar nette Stunden bei der OBS. Ich nehme mir auch die Freiheit, mit einem Punkt zu ergänzen und weiß oder hoffe, dass ihr das gelassen zur Kenntnis nehmt. Die IG Metall hat nur 3 Monate nach Otto Brenners Tod unsere Stiftung gegründet. Schon im Herbst 1972 startete Band 1 der OBS-Schriftenreihe mit Reden und Aufsätzen Brenners. Wenn ich jetzt mal absehe von Böckler-Gesellschaft oder anderen Vorläufern, zwischen dem Tod von Hans Böckler 1951 und der HBS-Gründung 1997 lagen nicht weniger als 26 Jahre. Mit der heutigen Feier zum 50. haben wir die Nase vorn. Ihr seid ja aber auch schon in 5 Jahren dran. Dafür schon heute von uns alles Gute, viel Glück und gutes Gelingen. Verehrte Gäste, wir können weitere Gäste begrüßen, die uns seit Jahren in vielfältiger Weise unterstützen, mit denen wir erfolgreich kooperieren, deren Engagement für uns etwas Besonderes darstellt. Ich danke an erster Stelle den Kolleginnen und Kollegen, die uns durch ihre Spenden und Abführungen finanziell unterstützen. Ich danke den externen Dienstleistern, die uns zur Seite stehen, wenn es darum geht, aus Forschungsberichten lesbare Studien und interessante Produkte zu machen. Herzlich willkommen Ulrike Stephan, die uns unterstützt, wenn ein Berg von Manuskripten droht. Und herzlich willkommen Gerhard Meester, der uns zuspitzende Karikaturen zeichnet, wenn wir mal wieder kein Foto für ein Cover haben. Ich danke unseren Kooperationspartnern für ihre Anregungen, Ratschläge und Ideen. Stellvertretend begrüße ich und danke ich dem Vorstand Albrecht Ude vom Netzwerk Recherche, unseren Freund Arne Semsroth von Frag den Staat und Ansgar Klein, der als Hauptgeschäftsführer des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement ein geschätzter Partner und langjähriger Berater ist. Dass unsere OBS-Studien medial aufgegriffen und den Weg in die Öffentlichkeit finden, verdanken wir vielen. Stellvertretend begrüße ich in diesem Zusammenhang die langjährige Chefredakteurin und heutige Herausgeberin vom Medienmagazin, Frau Annette Mills, die verantwortliche Redakteurin, Frau Dimo Tröter von EPD Medien
und den Medienjournalisten und Taz-Kolumnisten Steffen Grimberg. Danke fürs Kommen. Ich begrüße die schon anwesenden Mitglieder der Brenner-Jury und unsere Preisträger 2022, die später einen schönen Abend uns schenken werden. Ich danke stellvertretend Tom Schimek, Pitt von Bebenburg und Michael Kraske, die schon einmal auf der Bühne einen Brennerpreis entgegengenommen haben. Und es ist auch schön, dass Frau Lucia Eskes hier ist. Sie verantwortet den wichtigen Grimme-Preis und will heute mal dabei sein, wie wir das machen und unsere Ideen mit zur Preisverleihung nehmen. Ich freue mich, obwohl ich sie noch gar nicht gesehen habe, dass Sonja Simur Mikisch hier ist. Sie ist leider nicht hier. Ich trage dann trotzdem das vor, was ich vorgetragen hätte, wenn sie hier ist. Das ist ja für alle interessant. Frau Mikisch hat jahrelang in der Jury des Brennerpreises mitgearbeitet. Sie hat gelegentlich unsere Preisverleihungen moderiert und andere dabei zum Glänzen gebracht. Und sie hat x-mal Leuchttürme journalistischer Arbeit laudatiert. Einmal sogar aus Amerika, als sie für die ARD über den Wahlkampf von Obama berichtete. Frau Mikisch ist der Stiftung und unserem Preis bis heute verbunden. Sie legt häufig ein gutes Wort für unsere Arbeit ein, lobt Juryentscheidungen und den Journalistenpreis. Liebe Sonja, hätte ich jetzt gesagt, wenn sie da ist, ganz herzlichen Dank, auch meinen persönlichen Dank für dieses Engagement und deine Wertschätzung der Otto Brenner Stiftung. Ob sie dann noch einen schönen Abend im Kreis der UBS-Kollegin und der Jury haben wird, werden wir sehen. Ich habe einige Mails im Eingang, dass es Probleme mit der Post, mit der Bahn gibt. Es gibt Schwierigkeiten, pünktlich hier zu sein. Liebe Anwesende, als gemeinnützige Wissenschaftsstiftung entwickeln wir Forschungsprojekte, führen Veranstaltungen durch, publizieren Arbeitspapiere, präsentieren Studien im Netz. Hin und wieder engagieren wir uns neben dem Otto-Brenner-Preis und dem Forschungsbereich auch in anderen Feldern. Einige Jahre haben wir beispielsweise den bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb unterstützt. Gelegentlich haben wir dem Verein Neue Deutsche Medienmacherinnen geholfen. Und wir haben uns mit unserer Unterstiftung Neue Länder beim deutsch-polnischen Jugendaustausch engagiert. Und in den neuen Bundesländern greifen wir mit dieser Unterstiftung vielen Projekten kräftig unter die Arme. Ziele der Unterstiftung sind, Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern, Jugendlichen die Ausbildung zu integrieren und auch die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen. Kollege Knoll unterstützt uns dabei, sorgt für prüfungssichere Abläufe und scheint aber einer der Leidtragenden zu sein, die es nicht geschafft haben, pünktlich hier zu sein. Deswegen verzichte ich, ihn jetzt persönlich auch anzusprechen. Gegenwärtig, aber da bin ich jetzt sicher, weil ich mit ihr kurz auch schon gesprochen habe, gegenwärtig beteiligen wir uns am Deutschlandstipendium. Diese Initiative gibt es schon seit 10 Jahren. Viele Unis machen mit, Fachbereiche, Fachrichtungen. Sie fördern Studierende und begleiten sie beim akademischen Abschluss. Die UBS unterstützt Frau Ileva aus Bulgarien in ihrem Studium, das sie bald in Hamburg abschließen will. Herzlich willkommen, liebe Frau Margarita Ileva. Sehr schön, dass Sie heute mal wieder bei der UBS sind. Unsere üblichen Forschungsprojekte kreisen zum einen um aktuelle medienpolitische Fragen und Strukturen sowie um Aspekte, die den Wandel von Öffentlichkeit adressieren. Wir platzieren diese Arbeiten und Diskussionen um unseren Journalistenpreis herum, die ihn somit auch fachlich profilieren. Zum anderen beschäftigen wir uns mit Themen und Akteuren der Zivilgesellschaft, mit der Lage der Demokratie, mit den Herausforderungen für Gewerkschaften und seit über 30 Jahren mit Aspekten der innerdeutschen Entwicklung nach Mauerfall und Vereinigung. Ich freue mich,
dass zahlreiche Projektnehmer heute gekommen sind, die mit uns das Stiftungsjubiläum feiern wollen. Am 9. Oktober, vor 3 Wochen also, haben wir in Berlin die aktuelle Leipziger Autoritarismusstudie mit dem Titel Autoritäre Dynamiken in unsicheren Zeiten vorgestellt. Bisher 11 Studien analysieren schon seit 20 Jahren Wissenschaftler die Entwicklung autoritärer und rechtsextremer Einstellungen in Deutschland. Elmar Prähler und Oliver Decker sind die konzeptionellen Köpfe und verantwortlichen Leiter dieser Langzeitstudie. Herzlich willkommen in Frankfurt, lieber Herr Prähler. Schön, dass Sie uns vor einigen Jahren mit ins Boot genommen haben. Vielen herzlichen Dank für die vielen konstruktiven Diskussionen und unsere produktive Zusammenarbeit. Aus der Vielzahl der Autorinnen und Autoren, mit denen wir zum Teil außergewöhnlich erfolgreiche und nachhaltig wirkende Medienstudien veröffentlicht haben, wollte ich nur einen Namen nennen. Es gibt keinen Autor, mit dem die UBS mehr publiziert hat als mit Bernd Gäbler. Aber leider musste er kurzfristig absagen, was ihm außerordentlich schwer gefallen ist. Allerdings haben wir eine lange Reihe treuer Autoren und Wiederholungstäter. Einige sind heute auch gekommen. Stellvertretend begrüße ich Professor Faas, mit dem wir demnächst die Diskussion um Wählen mit 16 weiter unterfüttern können. Mehr Wählen wagen erscheint dann rechtzeitig vor der Berliner Wiederholungswahl. Ich begrüße, er ist da, Professor Frühbrot, der mit seiner Studie über Lücken im Wirtschaftsjournalismus sicher an einige erfolgreiche OBS-Studien wie Content Marketing oder Postcards anschließen wird. Und ich begrüße, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, unseren Weggefährten Wolfgang Schröder. Für die ARD ist er als AfD-Deuter präsent. Bei uns hat seine Studie über die Bedrohung der Zivilgesellschaft von rechts hohe Wellen geschlagen. Liebe Gäste, bis auf eine kurze Zeitspanne ist Frankfurt nunmehr seit 50 Jahren, einem halben Jahrhundert, ständiger Sitz der UBS. Wir verstehen uns als Teil der Frankfurter Stadtgesellschaft. Wir arbeiten mit Parteien, Organisationen, Verbänden, Gewerkschaften zusammen. Wir halten Kontakte zur Uni, zu Akademien, Verlagen. Wir kooperieren mit Akteuren der Zivilgesellschaft. Einige sind gekommen, um mit uns das Jubiläum zu feiern. Herzlich willkommen bei der UBS. Auch einige Parlamentarier, die aus Frankfurt in Berlin im Bundestag sitzen, sind hier. Ich wollte jetzt eigentlich Frau Wissner begrüßen und Sie bedauern, dass sie einen nicht sehr einfachen Job zu machen hat, aber sie scheint nicht hier zu sein. Jedenfalls begrüße ich die anderen Mitglieder des Deutschen Bundestages, die heute zu uns gekommen sind. Es ist mir eine große Freude, Stefan Lessenich begrüßen zu können, aus mindestens 2 Gründen. Stefan hat vor 20 Jahren eine UBS-Expertise angefertigt. Darin fordert er ein neues Leitbild für den Sozialstaat. Damals war er promovierter Soziologe an der Uni Jena. Heute leitet er in Frankfurt das Institut für Sozialforschung. Weil du gekommen bist, lieber Stefan, erlaube ich mir quasi mit Genehmigung des Herrn Präsidenten, zweitens aus einem Brief vorzulesen, der uns vor einiger Zeit erreicht hat. Drei Sätze sind es nur. Keine Angst. Der Name Otto Brenners erinnert mich an die Zeit, als ich mich bei Abendroth habilitierte und Kontakte zur IG Metall bestanden habe. Auch Otto Brenner selbst habe ich später zusammen mit Adorno, Friedeburg und Mitscherlich einmal besucht. Aber das ist lange her. Der Brief stammt vom Starnberger See und trägt die Unterschrift von Jürgen Habermas.
Zwischen seinen Zeilen lässt sich vielleicht der Hinweis in Richtung Sozialwissenschaft und jüngeren Kollegen lesen. Er wünscht sich intensivere Kontakte zwischen den Sozialwissenschaften und der Gewerkschaftsbewegung. Vielleicht setzt der heutige Nachmittag ja ein Signal zu einer Initiative. Verehrte Anwesende, ich komme zum Schluss. Aber ich möchte einen Gast noch besonders begrüßen. Die Eheleute Machter und Otto Brenner wurden in den Kriegstagen der 40er Jahre Eltern einer Tochter. Sie gaben ihr den Namen Heike. Ihr Vater zeigte sich im Zeitzeugengespräch mit Günter Gauss sehr stolz, finde ich, dass seine Tochter Bankkaufmann gelernt hat. Heike heiratete später den politischen Funktionär und gewerkschaftlichen Bildungsarbeiter Lothar Pinkerl. Bis vor kurzem wohnte sie hier in Frankfurt das elterliche Haus. Heute ist Heike Pinkerl hier an der Wirkungsstätte ihres Vaters, an den wir erinnern. Wir heißen Sie, liebe Frau Pinkerl, ganz herzlich willkommen und danken Ihnen sehr, dass Sie die Reisestrapazen auf sich genommen haben. Als Heike Pinkerl nach Potsdam zog, schenkte sie uns aus den Beständen des Vaters einen kleinen beruflichen Nachlass. Wir haben uns eine Vitrine angeschafft, die unsere bescheidene halbe Etage mit Geschenken schmückt, mit diesen Geschenken schmückt. Ich habe mich oft gefragt, wie wir auf diese großzügige Geste reagieren können. Heute kann ich meine Idee realisieren. In den letzten Wochen und Monaten haben wir mit Nachdruck an einer Festschrift gearbeitet. Kaum einer wusste, dass das ein Tarnwort war. Geplant war nämlich eine kleine Geschichte der Otto Brenner Stiftung. Und entstanden ist dann ein repräsentatives Werk mit Text, Bildern, Fotostrecken, ganze 220 Seiten dick. Spannend zu lesen, schön gebunden, anspruchsvoll gestaltet und dann auch noch mit einem lobenden Grußwort des Bundespräsidenten Steinmeier veredelt. Kurz, ein Buch, das an diesen Tag erinnern soll und ihn hoffentlich bleibend schmücken wird. Liebe Frau Pinkerl, unser heutiger Gastgeber und ein Nachfolger, ein Amtsnachfolger Ihres Vaters, unser Kollege Jörg Hofmann, wird Ihnen jetzt das erste Exemplar dieses Buches, liegen da unten, Jürgen, wird Ihnen jetzt dieses Buches überreichen. Und die Frau Bundestagspräsidentin hat mir mitgeteilt, dass sie sich zu ihrer Ehren mit Jörg Hofmann zusammen für ein gemeinsames Foto aufstellt. Ihr Tag bei der OBS soll Ihnen in guter Erinnerung bleiben. Ich wünsche uns nun eine schöne Festveranstaltung, später eine tolle Preisverleihung und zum Ausklang interessante Gespräche beim Essen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.